Und weiter geht's mit Let's Play Frostpunk. Und mittlerweile ist es schon ziemlich stattlich, was wir aufgebaut haben. Auch wenn ich... wenn es um die Effizienz geht... es ist halt so... Da wäre um einiges mehr drin. Problem ist eben bloß... Also jetzt, was den Bauplatz angeht, aber... Boah, das muss man wirklich akribisch durchplanen, von Anfang bis Ende. Und ich glaube, selbst dann... Irgendwo wird sich wahrscheinlich immer eine Lücke öffnen. Da hinten haben wir die Fabrik. Die ist ja sogar schon beheizt. Schaut es überhaupt mit Temperatur aus? Hier werden wir nochmal ein Sinken haben. Alles klar. Wir müssen immer noch was gegen die Obdachlosen unternehmen. So, bringet mir mein Gewehr. so meinte ich das nicht. Holzmassiv. Kohlemassiv. Gesetzbuch, massiv. Was ist das da unten eigentlich? Die neue Ordnung. Alter, da war ich mit meinem Namen von Part 1 von wegen hier neue Ordnung als hier als letzte Hoffnung gar nicht so verkehrt, obwohl ich es nicht wusste. Mit der Einführung der neuen Ordnung werden alle, die Zweifel äußern, als Verräter behandelt. Gehorsam ist die höchste Tugend. Ohne ihn kann die Stadt nicht überleben. Alle, die uns nicht folgen, werden aus dem Weg geräumt. Hoffnung wird nie mehr ein Problem sein. Ein öffentlicher Hinrichtungsplatz wird aufgebaut. Einige Staatsfeinde werden sterben. Einige Einwohner werden sich gezwungen sehen, dieses Gesetz anzufechten. Einige von ihnen werden sterben. Ich meine, klar, das ist jetzt die ultimative Forschung bei uns, dem Weg, den wir gegangen sind. Und ganz ehrlich, den ziehen wir jetzt weit durch. Dafür brauchen wir aber erstmal noch den Baum da drüben. Also holen wir jetzt erstmal das Gefängnis. Werde ich trotzdem eins bauen müssen? Ich werde wohl eins bauen müssen. Da komme ich wohl nicht dran vorbei. Ordnung! Gefängnis! Wie gut ist das Ding beheizt? Gut, was juckt's mich? Die Leute, die hier drin sind, die können von mir... Gemein, aber bitte... Ja, so nah ran können wir es nicht bauen. Leute, es tut mir leid. Ich baue es mal hinter das Gewächshaus. Obwohl, können wir es hinter das Gewächshaus eigentlich noch ein Gewächshaus bauen? Gut, brauchen wir das eigentlich, wenn wir ein richtig gutes Treibhaus... Ja, wir könnten sogar noch eins hinter das andere Treibhaus bauen. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, aber ich behalte mir die Option, die Möglichkeit in Hinterhand. Nee. Das wäre Platzverschwendung. Das hier, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Machen wir es dahin. Und hier würde ich nämlich tatsächlich auch noch ein Haus hinbekommen. Und das würde sich auch noch ganz gut rentieren. Nicht genug Rohstoffe. Ja, Leute. Achso, wir sind immer noch auf Pause. Um Gottes Willen, habe ich gar nicht mitbekommen. Oh, die Unzufriedenheit steigt. Die Frisur hält. Hoffnung wird nie mehr ein Problem sein. Toll, da habe ich das erste... So, ich hatte ewig lang Probleme mit Hoffnung. Jetzt bin ich endlich bei der Hoffnung so weit, dass ich mir denke, ha, jetzt ist Hoffnung kein Problem mehr. Und jetzt kriege ich die Forschung, dass Hoffnung kein Problem mehr ist. Ja, danke. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Jetzt wird Unzufriedenheit, glaube ich, ein größeres Problem sein. Verflucht. Meister Popa sagt doch auch was. Aber ja, da haben wir schon mal ein ordentliches Teil aufgebaut, ne? Ich glaube, diese Forschung schnellere Außenposten-Teams, es kann vielleicht tatsächlich sein, dass die mir schnelle Ressourcen verschaffen, ne? Dampfkanne. Gut, dass wir Dampfkanne beschaffen, weil jetzt brauchen wir sie tatsächlich. Es war vielleicht gar keine schlechte Idee, das zu machen, weil alles andere kriegen wir hier noch. Was? Tesla City. Ein sehr schöner Stadt. Gewesen. Sein tut es. Wir haben schon wieder Kranke. Das widert mich an. ja, Leute. Warum gehen die Prothesen nicht? Ich tröte euch was. Was haben wir denn da? Vandalismus. Ach, das mal wieder. Wake up, people.
Ja, ich wach euch. Ich wach dich gleich mal auf, ey. Zufriedenheit sinkt. Hoffnung steigt leicht an. Entfernt das Geschmiere. Ja, entfernen wir das Geschmiere. Danke. Es wurde tatsächlich auch schon so angemerkt, dass es jetzt nicht so das Allerbeste ist, dass man hier ständig... Ich meine, klar, ist es wäre frustrierend, wenn man sich immer sehen würde. Also, ich meine, der direkte Vorgänger, ich habe es jetzt nicht direkt gespielt, This War of Mine. Mir wurde es öfters mal ins Herz gelegt und ich weiß, dass das Spiel gut ist. Ich muss irgendwann mal nachholen. Aber dort wird es ein bisschen eleganter gelöst, weil man dort es nicht ständig gesehen hat anhand von Balken, wie es aussieht. Sondern man hat es mehr bei der Bevölkerung mitbekommen. Was für eine, also wenn man mit den Leuten geredet hat, wie ihre Stimmung war, wie ihre Laune war. Und so könnte es auch sein, dass man sich anhand gerade dem, was die hier sagen, orientieren kann und die Balken wegbleiben. Wäre eine Möglichkeit, dass man das auf diese Weise mitkriegt, weil dann müsste man viel mehr aus dem Bauch, weil derzeit entscheide ich halt tatsächlich nur nach Balkenlage, ne? Anstatt hier irgendwie moralisch oder sonst irgendwas. Einfach weil das das Effektivste in diesem Sinne ist. Wenn man diese Balken nicht ständig sehen würde oder wenn man die Auswirkungen seiner Entscheidungen nicht sehen würde, dass nicht dastehen würde, jetzt ganz klar sinkt hier die Hoffnung oder steigt die Unzufriedenheit oder sonst irgendwas, dann wäre das auch nochmal eine andere Sache. Hier ist es zu sehr tatsächlich eine reine Statistikfrage, die wir hier lösen immer wieder. Nicht wahr, Auti? Ja. Eine Differenzmaschine. Yay. Technologie der Stufe 4. Das ist geil. Zusätzliche Speer. Außenpostenteams und Rohstofftransporter bewegen sich 50% schneller, aber sie arbeiten nicht schneller. Alles klar. Dann holt mir mal... ja komm, macht ein zusätzliches Speer-Team mal eben her. Ihr trötet mal ein bisschen. Ihr könnt auch mal ein bisschen länger arbeiten. Ich glaube, es hackt. Holt mal die Prothesen her. No time to waste. We've got work to do. No time to work. We have waste to do. Moment mal, was? Nein, nein. Gut, hier können wir dann Auti arbeiten. Ich weiß es immer noch nicht. Ich hau den Automat hier das Dampf. Die Frage ist die, ist es es mehr wert, das Ding zu betreiben für Kohle? Oder dass es ständig immer wieder zurückläuft? Was wird mich mehr Kohle kosten? Dass er immer wieder zu, aufhört zu arbeiten zwischendrin? Oder das Ding zu betreiben? Ganz ehrlich, ansonsten brauche ich das da. Ja, komm, ich schalte es einfach mal aus. Das ist, dann stapft es immer hin und zurück, okay, aber ganz ehrlich. Soll es doch. Essen ist gerade ein echtes Problem. Habe ich gehört. Obwohl, ja, da kommt auch noch Nahrung rein. Und hier können wir mal eben noch Leute ins industrielle Treibhaus reinschmeißen. Ja, die werden einfach reingeworfen. So, weil das macht 60, 30, oh, doppelt so viel Rohnahrung am Tag. Da hätten wir dann 120 Rohnahrung am Tag. Und das mal 2. Das heißt, wir könnten 240 Leute durchfüttern damit. Stahl ist uns ausgegangen. Aber nicht im Stahlwerk, oder? Nee, im Stahlwerk ist auch noch genug. Ich glaube, da muss ich mir auch noch keine Gedanken machen. Bis das mal leer läuft, passiert sehr viel. Also, da hätte ich dann doch lieber hier das Holz, was rausgeht. Überlebende erreichen die Stadt. Dass die immer dort kommen, wo gerade da... Das ist sowieso... Das muss so unglaublich motivierend für die Leute sein, wenn die hier ankommen. Dass die immer reinkommen und das Erste, was sie sehen, ist die fette Leichengrube, wo alle drin sind, die es nicht geschafft haben. Das ist... wunderbar. So, eine Gruppe Überlebender hat unsere Stadt erreicht. Sie sind müde und brauchen einen Platz zum Ausruhen, ein Happen zu essen und ein paar Pornohefte. Mit letzterem kann ich dienen. Der Rest ist leider ausgegangen. Meine andersrum. Moment. Zu spät zum Revidieren. Nein. Oh Gott, ein paar verwundete, halb durchgefrorene Leute kommen an. Lass mal ein paar Pornos verteilen, dann geht's ihnen wieder gut. Ein paar Übungen für die Gelenke. Ärztlich verschrieben. Und bald sinkt die Temperatur wieder. Bis dahin muss ich auf jeden Fall nochmal nächsten Generator Stufe 4 und Reichweite 4 wäre schon nicht schlecht. Ein Overdrive.
Temperatureneinwärmezone um eine Stufe, als auch die Generatorbelastung. Ja, aber... Oh, Verzweifel ist halt so eine Sache. Was haben wir denn hier wieder? Schreckliche Neuigkeiten. Sir, es gab einen furchtbaren Unfall in unserer... In unseren Industrieanlagen. Beinahe ein ganzer Trupp Arbeiter wurde... Was? Getötet. Sollen wir es vertuschen und den Einwohnern erzählen, dass sie auf eine dringende Expedition gehen mussten? Kommt, sagt die Wahrheit. Die Sache ist die, auf kurz oder lang wird die Wahrheit ans Licht kommen. Und je später, desto schlimmer wird der ganze Kack. Also sind wir jetzt ehrlich und müssen später nicht dafür bluten und gerade stehen. Ich wünschte immer noch, man könnte das Interface ausblenden. Ich könnte so viel bessere Thumbnails machen. Gut, wenn es Hoffnung sinkt. Toll gemacht, Entwickler. Oh, da kommt die neue Kohlelieferung. Oh, die passt ja gar nicht so richtig rein, oder? Ich könnte echt mal ein paar mehr Lager bauen, nicht wahr? Das ein oder andere Rohstoffdepot tut jetzt nicht mehr weh. Bauen wir die mal hier unten hin. So, ihr wartet, ja? Verlassene Sägewerk. Es ist in der Tat ein Sägewerk. Hat das jemals jemand angezweifelt oder was? Es wurde schon sehr lange nicht mehr benutzt. Alles ist von Eis bedeckt. Nicht viel übrig. Okay, hier gab es wahrscheinlich schon vor Jahren eine Basis. Jetzt gibt es nichts mehr davon, außer diesem gefrorenen Sägewerk. Und zwar dafür, dass es nicht mehr viel gibt. Und 247 Holz, das ist eine Menge Holz. Zerstörtes Fahrzeug. Dort ragt ein eine kastenförmige Form aus dem Schnee. Vielleicht ein Amazon-Paket? Ja, na klar, doch. Ja, die Nahrung ist, glaube ich, da. Und ich merke nicht viel von. Das ist schlecht. Hier wird mal bitte es war nicht funktionstüchtig wegen Kälte. Wegen akute. Ja, jetzt ist das Ding ganz gut beheizt eigentlich. Und hier ist mein Auto weiterhin am Schnabulieren. Beschaffen. Komm, Alter, wir haben wieder so viele Leute frei. Aber wir können jetzt auch ein weiteres Außenposten-Team. Ah, nee, wartet, das war... Haben wir. Okay. Können Sanitätsstationen und Krankenhäusern arbeiten, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Werkstätten und Werkstätte, das ist... Alter, wir haben da einfach so ein Automaton, der für uns forscht. Ich stell mir gerade so ein Automaton mit einem Monokel aufgesetzt vor, mit so einem richtig schönen Wissenschaftler-Schnurrbart und einem Doktortitel übergestülpt. Einfach so ein mega großer. Oh, Herr Rudwin, schön. Wollen Sie meine neuesten Forschungen betrachten? Alter. 80% Effizienz. Ich brauche Stahl. Generatoreffizienz. Ich brauche Stahl. Stahl verbessern. Ja, ich glaube, das Dampfstahlwerk zu machen ist keine schlechte Idee. Der Mauerbohrer sollte natürlich auch noch was sein, aber... Mehr Stahl ist immer gut jetzt gerade, weil das ist gerade unser Hauptproblem. Ansonsten können wir uns fast alles leisten. Das Koks und die Bitches, sie fliegen uns einfach nur zu. Müsst ihr verstehen. Nur Stahl ist das Problem. Jetzt weiß ich, was das Dritte Reich für Probleme hatte. Dach über den Köpfen. Captain, die Einwohner sind verständlicherweise besorgt über den Mangel an Unterkünften. Ja, 24 Einwohnern. Zwei Tage Zeit um 48. Ja. 24 Bewohner eine Unterkunft. Das wären drei Häuser. Nee. Wir haben so... Ach Gott, haben wir viele Obdachlose. Toll, jetzt mache ich wahrscheinlich trotzdem so vielen Leuten eine Unterkunft, oder? Und alles war für der Arsch. Ja, ich hätte jetzt eh drei Häuser gemacht, wahrscheinlich. Geil. Hätte ich auch gleich das Versprechen geben können. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so akut ist gerade. Wir können ja ein neues Außenposten-Team schicken, ne? Falsch. Wo? Da? Dort? Baum? Wo ist mein Ballon? Wo ist mein Ballon? Da ist mein Ballon.
kommt mal her. Ihr geht mir... da hoch. Zum steinernen Schiff. Dieser Ort ist das einzige, was in dieser endlosen Wüste hervorsticht. Viel Spaß. Schon mal 5 Leute weniger. Dennoch haben wir viel zu viele. Wann kam denn eigentlich nochmal so eine riesen Ladung an? Das waren einfach so Random-Flüchtlinge, oder? Die kommen auch mal dazu. Das habe ich nicht mit einberechnet. Das... verdammt. Kamen wir noch mehr Kinder? Um die kümmere ich mich jetzt nicht mehr. Nee. Die haben sich jetzt verspielt. Es tut mir leid. Oh, schon wieder nicht genug Stahl. Geschlossen. Komm, Automat, und du gehst weg. Du gehst mal auch mit ins Stahlwerk. Sonst wird das doch nie was. Weil die Kohle ist gerade nicht das Problem. Sobald es kälter wird, klar. Aber erstmal, ne. Späher sind angekommen. Zerstörtes Fahrzeug. Wir haben das Wrack eines Fahrzeugs gefunden. Wir können ein paar Teile davon retten. Als wir das Wrack zerlegten, fanden wir mehrere Säcke mit gefrorenen, aber brauchbaren Vorräten. Oh, beschädigte Kissenrobbe gefunden, der Teich. Stahl haben sie! Oh, das ist schon sexy. Geh mal da zur Pistenraupe rüber. Transport. Ah, ja, klar. Ich meine, ganz ehrlich, was habt ihr mittlerweile... was habt ihr mittlerweile? Stahl, was ist das? Kohle habt ihr auch noch. Das... ich würde das Ganze schnell wie möglich dann sichern, das Zeug, weil damit können wir dann weiter was anfangen. Dann gehen wir mal zur Pistenraube und dann erstmal zurück. Und andere Speer können sich dann um den gefrorenen Teich kümmern. Weil Stahl ist gerade wirklich ultra wichtig. Wir haben genug Arbeiter, wir können mal ein paar Leute jagen schicken. Für Nahrung ist eh gerade ein Grie. Alter, ist das, Nahrung ist ja mehr als nur ein Problem, ey. Sorry, aber die Leute im Treibhaus und der Dude in der Küche, ihr müsst mal ein bisschen... wir können echt einen Automaton als Koch einstellen. What the fuck? Und die Unzufriedenheit macht Probleme. Ja, aber wisst ihr was? Ah ne, das ist ja nur für die Hoffnung. Aber hier haben wir was. Oh, wir haben ja gar keine 10 Essensrationen dafür. Es gab ja auch einen Grund, warum ich das gemacht habe, gerade weil wir zu wenig Essen haben, ne? Braucht das auch was? Ne, das braucht 10 Holz. Ja gut, 10 Holz ist nicht das Problem. Erhöhen wir mal nochmal die Hoffnung ein bisschen. Anfrage ignoriert und beliebte Entscheidung. 3 Überstunden wohnen nahe einer Wachstation. Das hilft natürlich sehr. Wenn die Hoffnung kein Problem mehr ist, dann brauche ich doch gar keine Propagandazentrale mehr, oder? Eigentlich. Ich meine, ganz ehrlich. Die ist ja hauptsächlich für einen Hoffnungsboost da. Schon eine Schweinerei. Aber ja. Wir wollten ja weitere Häuser holen. Da eins. Und dann müssen wir weiter gucken. Am liebsten würde ich eigentlich ein bisschen jetzt sparen. Um überhaupt mal... wieder neue Automaturen dazu bauen, ne? Es kommt so wenig Stahl einfach nur rein. Ehrlich, ihr könnt wieder zur Normalschicht arbeiten, dann ist wenigstens wieder ein bisschen unsere Zufriedenheit weg. Hier wird gerade nichts gemacht. Hier ist gerade am Fressalien herstellen. Das ist super. Hier holt gerade neues Zeug ran. Hier wird ja sowieso kontinuierlich gearbeitet.
Wir brauchen dann unbedingt das Dampfstahlwerk. Stahl ist gerade das größte Problem. Mit Holz. Überhaupt kein Problem. Hier können wir noch ein bisschen was lagern. Am ehesten tatsächlich Kohle, weil da kommt ständig was rein, ne? Bei der beschädigten Kistenraupe sind wir angekommen, ja? Das war mal eine große Pistenraupe. Ach nee, wirklich. Die Dampfturbine muss explodiert sein und sie in einen großen Haufen Schrott verwandelt haben. Wir haben mehrere riesige Beutel im Wrack gefunden. Wir werden sicher eine Verwendung für ihren gefrorenen Inhalt. Noch mehr Stahl. Oh ja, wisst ihr was? Kommt nach Hause. Ab geht er. Bringt mir den Stahl. Die Londoner verlieren weiter einen Einhänger. Ich glaube, das ist echt eine Hoffnungsfrage. Ja, die verlieren immer weiter, obwohl sie jetzt vor kurzem... Das ist kein Problem mehr mit den Londonern. London, 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 London. London, 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 London. Unser Gefängnis übrigens müssen wir auch noch bewirtschaften. Gefängnis gebaut, das Gefängnis ist eröffnet. Du hast bewiesen, dass dein Versprechen von erhöhter Sicherheit und Ordnung nicht nur Schall und Rauch war. Die Hoffnung steigt noch weiter. Okay. Die hier Eingesperrten haben über ihr Fehlverhalten nachzudenken. Und darüber, wie sie unser aller Überleben unterstützen können. Ein harter Brocken für die Nachtruhe und Halberationen werden ihnen dabei helfen. Weniger Fressalien, die weggehen. Ergreifung! Gefängniswärter werden Übeltäter fassen und sie ins Gefängnis stecken. Sie verfolgen Londoner, Dissidenten und jegliche Unruhestifter. Gefangene werden nach 3 Tagen zurück in die Gesellschaft entlassen. Londoner und Übeltäter landen hinter Gittern, die Unzufriedenheit sinkt. Könnte man sogar ein gutes Stück. Nicht schlecht. Und den ganzen einen draufzusetzen, können wir hier noch eine Patrouille machen. So langsam sprechen wir doch die gleiche Sprache. Nice. Oh. War die Kohlemine schon immer besetzt? Ich glaube, ich sollte mal wieder das Ding anschalten, nicht wahr? Tut mir leid für alle, die da drin gearbeitet haben. Da war keine Heizung an. Ah doch, die Heizung war an. Okay, dann ist wenigstens noch halbwegs okay. Ja, hier ist auch... Warum steht die Heizung an? Das ist doch eh so ein Audi-Bereich. Und der Stahl. Der Stahl kommt rein. Das ist fein. Hier bitte noch volle Kanne rein ins Treibhaus. Holen wir uns noch ein paar Vorarbeiter dazu, dass es ein bisschen schneller geht. Hier kriegen wir auch bald nochmal ein bisschen Nahrung. Kohlemine der Vertriebenen. Zahlreiche Unterkünfte, meisterhaft aus gepressten Schneeblöcken gebaut, drängen sich um kalte, erloschene Feuerstellen. Eine tödliche Stille liegt über der Kolonie. Sterbende Vertriebene. Einige der Vertriebenen geben noch Lebenszeichen von sich. Wir könnten versuchen, sie zu unserer Stadt zu bringen, allerdings könnten sie unterwegs sterben. Einige der Sterbenden hielt ein Tagebuch in seiner Brust gedrückt. Wir haben den letzten Eintrag gelesen. Wir wurden aus Tesla City vertrieben. Da Nahrungsmittel und Treibstoff knapp werden, haben wir die Stärksten von uns losgeschickt, um Hilfe zu suchen. Sie sind unsere letzte Hoffnung. Wir befürchten, dass das die armen Yankees sind, die wir begraben haben. Wir könnten sie eskortieren. Da hätten wir nochmal 35. Oh Gott, wir sind jetzt schon überfüllt. Das garantiert nicht. Wir können sie einfach ihrem Schicksal überlassen. Das ist sogar riskant für uns. Die Speer berauben die sterbenden Vertriebenen und überlassen sie dann ihrem Schicksal. Moment mal. Aber warum nehmen wir dann die... Hä? Wir bekommen auch die Leute? Nehmen wir sie ihrem Schicksal... Ah nee, dann gehen die drauf quasi. Dann gehen die drauf. Wir kriegen Stahl und Holz. Ich meine, die sterben ja eh, ne? Wisst ihr was? Wir sind einfach mal Arsch. Wir haben die Vertriebenen ausgeraubt und sie sind gegangen.
Das hört sich irgendwie viel zu brav an. Als wir anfingen, die Ausrüstung einzupacken, erwachten einige der Vertriebenen aus ihrem todesähnlichen Schlummer. Sie sahen uns und baten um Hilfe. Wir erklärten ihnen, dass wir zunächst die Vorräte für die Reise einpacken mussten. Das schien sie zu beruhigen und sie versuchten nicht länger, uns aufzuhalten. Alter, ist das assi! Geht mal zum steinernen Schiff weiter. Das ist halt wirklich... Das ist doch richtig assi. Aber wir brauchen den Stahl. Oh Mann. Dampfstahlwerk. Baue Dampfstahlwerk um die Stahlproduktion. Yay. Stahl. Mehr Stahl. Gebt ihnen erstmal noch weitere Forschung ankurbeln. Erweiterter Sägewerkradius. Stimmt, da war was. Dann können wir noch ein bisschen mehr Holz rausholen. Realisierung des Kohleabbaus. Kohleminen und fortschrittliche Kohleminen. Aber 10% effizienter. Ja, noch eine Dampfkohlemine. Das ist so eine Sache. Ich würde eigentlich schon fast gerne erstmal noch die Generatoreffizienz verforschen, weil... Wie viel Zeit haben wir noch? Gucken wir mal eben. Nächsten Tag. Ich glaube, das mache ich jetzt, bevor es zu spät ist. Generatoreffizienz hoch, bitte. Das könnte jetzt kalt werden. Demnächst. Aber wir können schon mal die besseren Stahlwerke. Dampfstahlwerk. Jawohl. Rein da. Rein da. Den Radius hier nochmal zu erhöhen, ist halt keine schlechte Idee. Da kriegen wir nochmal gut was dazu. Bei beiden. Ach stimmt, das Sägewerk ist ja auch kontinuierlich besetzt. Deswegen kriegen wir auch das Holz rein. Das ist okay. Wir sind 10 Leute am Arbeiten. Ja komm, Kohle geht ja gerade ganz gut. Ich hätte dennoch gerne jetzt dann gleich tatsächlich nochmal ein Rohstoffdepot. Statt einfach eine große Lagerhalle zu bauen, wo man alles ist, einfach so viele verschiedene... Gut, okay, je nachdem, wo es gebraucht wird, vielleicht kleine Stellen. Aber wirklich ein großes Zentrallager. Was sagt eigentlich meine Wirtschaft? Warum ist der Stahl so ein riesiges Problem? Warum habe ich keinen Stahl... Ja gut, okay, wir haben keinen Stahlgewinn, weil hier gerade noch umgebaut wird. Dann doch verständlich. So, die gehen nach Hause. Die kommen nach Hause, oder? Ah, sie reist schneller, wenn sie einer altbekannten Route folgt. Okay. So, da gibt es nochmal eine Kohlelieferung, bald gibt es nochmal Dampfkerne. Dampfkerne haben wir immer noch 4, das ist gut so. Haben wir eigentlich schon das verbesserte Gewächshaus hier reingebamst? Dafür fehlt dann natürlich wieder Stahl. Geht's wieder? Oh, das ist doch mal eine Leistung. Und jetzt nochmal erhöhen? Ja, ich glaube, das ist Stahl, mit dem wir leben können. Das ist Stahl, der die Welt bewegt. Alles klar, aber ich würde mal sagen, das ist ein wunderschöner Stand, um erstmal wieder aufzuhören. Und ich bedanke mich soweit fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Let's Play Frostpunk. Bis dahin, bye bye.